Rutsch mal ein paar Süßigkeiten raus. Mal sehen. Nee, ich hab keine jüdischen Süßigkeiten. Nur weil du alles wieder allein fressen willst, Fettkopf. Baba. Der Film geht los. Hurra! Alles okay? Ja. Ich brauche auch mal meine Intimsphäre. Es ist doch nur morgen. Du weißt, der Kosmetikkongress in Schweinfurt ist wichtig für mich. Wir profitieren ja schließlich alle davon. Hey, was ist denn jetzt? Sollen wir noch einen Parkplatz holen oder was? Weiß nicht, wo ich wohne. In Schlitz. Mühlenweg 7. Wie weit ist eigentlich bis Markt Ebersberg? So 70. Quatsch. 80 Kilometer mindestens, also Luftlinie. Das geht ja noch. Es kommt alles auf den Wind an. Nur Südosten kann uns hier schaden, den haben wir nie. Kann man nicht einfach selber nachsehen, wie der Wind steht? Entschuldigung. Tja, Mädels. Das war's dann wohl. Ich glaube, Schweinfurt wird schon leer sein. Vorausgesetzt, der Katastrophenschutz hat funktioniert. Wieso Schweinfurt? Ja, weil Schweinfurt neben Markt Ebersberg liegt oder Markt Ebersberg neben Schweinfurt, wie du willst. Aber wenn es wirklich ein Supergau war, kannst du den Katastrophenschutz eh vergessen. Dann brauchen die in Schweinfurt nur noch Totengräber und Knochenmarktransplantationsspezialisten. Nur in Schweinfurt, da bist du sicher, ja? Relativ. Was ist los? Meine Mutter ist heute in Schweinfurt. Die 5 Minuten mehr hat mich nicht umgebracht, Lars. Jannis! Hey, Gustav! Jannis! Mama, wir brauchen den ganzen Kram noch gar nicht. Hanna? Mama. Hanna, Gott sei Dank, du bist. Ist dir was passiert?
Es ist alles in Ordnung, mach dir keine Sorgen. Hör mir gut zu. Wo kommst du? Sollen wir wirklich im Keller bleiben? Die fahren ja alle weg. Nein! Nicht in den Keller, dort seid ihr nicht sicher. Es dringt überall ein. Ihr müsst so schnell wie möglich weg. Fahrt mit den Jordans. Die sind gerade gefahren. Dann mit den Mantelhäusern oder mit den Hoffmanns. Ruf sie an und bitte sie, dass sie euch mitnehmen. Die machen das bestimmt. Mama, ich warte hier auf Elmer. Der hat ein Auto, der kann uns mitnehmen. Elmer, wer ist denn Elmer? Hannah, bitte! Du nimmst jetzt deinen Bruder und fährst los. Hörst du? Los! Ihr fahrt nach Hamburg, zu Helga. Versucht nach Bad Hersfeld zu kommen, zum Bahnhof, dann mit dem Zug. Hamburg, Altona! Hast du mich verstanden?